Als nächstes möchte ich euch vorstellen meinen ehemaligen Kollegen vom Deutschen Handverband, Florian Rister, der schon in Marburg aktiv war im Alles-Projekt, in der Hanfinitiative Frankfurt, dann nach Berlin gekommen ist zum Handverband, Social Media übernommen hat, das Forum aufgebaut hat, die Ortsgruppen betreut hat und das Kind, das er immer noch betreut und vorantreibt, den GMM, die GMM-Kampagne deutschlandweit, die aber auch weltweit stattfindet. Bitte großen Applaus für Florian Rister, stellvertretender Geschäftsführer vom Deutschen Handverband. Vielen Dank, Mariana. Danke, Hanfparade. Wunderschön, hier zu sein. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute, wie jedes Jahr. Ich gehe seit vielen Jahren mit Begeisterung hierher auf die Hanfparade, denn es gibt mir jedes Jahr wieder das Gefühl von Einigkeit, von Kraft, von Gemeinschaft. Und auch wenn wir keine Hunderttausende sind, so sind wir doch eine riesige Masse und können viel bewegen. Dafür danke an alle euch, dass ihr hier seid. Ja, ich bin lange Jahre aus Hessen hierher angereist und insofern möchte ich vielleicht erstmal in die Runde fragen, wer von euch ist denn auch angereist? Wer kommt nicht aus Berlin? Ja, sind doch einige Leute, jawohl. Danke euch, dass ihr diesen Aufwand betreibt. Ich weiß, es kostet Energie, es kostet Kraft, aber ich weiß auch, es gibt euch viel zurück und es wird euch langfristig viel für euer Leben geben, hier zu sein, für eure Rechte einzustehen und dieses Gefühl der Kraft zu genießen. Und vielleicht im Umkehrschluss auch nochmal die Frage, wer ist hier aus Berlin? Ja, das ist doch die Mehrheit. Green Berlin, die Stadt, in der es wohl mehr Weed gibt als in jeder anderen in Deutschland. Fantastisch. Ja, es hat Gründe, dass die Hanfparade die wohl wohlriechendste Demonstration Deutschlands ist. Es ist immer wieder fantastisch, hier mitzulaufen und den Geruch einzuatmen. So soll das sein, so freut mich das. Aber viele glauben, Berlin wäre ein Mekka des Hanfs und Berlin wäre quasi wie Amsterdam. Das ist es leider nicht. Als Mitarbeiter beim Deutschen Hanfverband erlebe ich immer wieder und höre immer wieder Geschichten, dass auch hier in Berlin schlimme Kriminalisierung von der Polizei betrieben wird, dass Menschen schlimm verfolgt werden wegen Cannabis. Gerade kürzlich, letzte Woche, hatte ich ein Telefonat mit jemandem, der eine Hausdurchsuchung hatte, weil die Polizei bei ihm Cannabis gerochen hatte vor der Tür. Er hatte gerade einen Joint geraucht und die Polizei fand dann einen gerauchten Stummel bei ihm und schrieb eine Strafanzeige, nachdem 5 Beamte in seiner Einzimmerwohnung alles auf den Kopf gestellt hatten. Und das Interessanteste oder Spannendste daran war, der arme Mann lebt mitten in der Neuköllner Heroinszene, direkt am offenen, an der offenen Szene quasi, hat jeden Tag Junkies vor der Tür sitzen und die Polizei hatte nichts anderes zu tun, als ihm die Tür einzutreten, weil es nach Cannabis roch. Sowas darf nicht sein, sowas darf in einem modernen, liberalen Berlin nicht vorkommen und dafür stehen wir heute hier ein. Aber es ist natürlich völlig klar, in anderen Bundesländern, in anderen Gegenden wird noch viel, viel schärfer vorgegangen, werden Menschenleben zerstört. Ja, du hast es gesagt, Bayern ist natürlich immer vorne dabei, aber auch Sachsen und Baden-Württemberg hören wir krasse Geschichten, wo wirklich Menschen zugrunde gerichtet werden durch dieses Gesetz. Das ist so nicht weiter hinnehmbar und das ist wohl auch einer der Gründe, warum ein Großteil oder ein erheblicher Teil der DHV-Fördermitglieder aus diesen Regionen kommt, aus Bayern, aus Baden-Württemberg, weil dort der Druck größer ist, weil die Menschen dort mehr Angst haben um ihr Leben de facto, während es in Berlin vielleicht mit der Legalisierung mehr um ein Enhancement der Lebensqualität geht, eine Verbesserung der Lebensqualität, geht es da unten eben ja um Leben und Tod. So blöd es klingt, wir hatten in Burghausen den Todesfall eines jungen Mannes, der wegen Cannabis erschossen wurde, der wegen Cannabis verfolgt wurde, schon im Knast saß und dann später erschossen wurde. Und es gibt auch andere ähnliche Fälle, die nicht ganz so direkt sind, wo nicht direkt die Kugeln der Polizei die Cannabis-Nutzer töten, sondern wo eher eine indirekte Lebensbeeinträchtigung stattfindet. Wie auch immer. Wir sehen eben in anderen Bundesländern noch eine viel schärfere Repression und deswegen freut es mich auch, Mariana hat es schon gesagt, dass der Global Marijuana March es eben geschafft hat, eine bundesweite Bewegung zu werden. Wir haben den Global Marijuana March mittlerweile in 30 deutschen Städten. Das ist bemerkenswert,
wir sind eine bundesweite Bewegung, wir sind eine starke Bewegung, wir sind nicht nur hier heute, sondern wir sind permanent präsent. Wir sind im Bundestag als Deutscher Hanfverband, wir sind an vielen verschiedenen Orten als Hanfszene präsent und wir können es schaffen, dieses Land umzukrempeln. Nie standen die Chancen so gut wie heute. Wir sind an einem bemerkenswerten Punkt in der Zeit, in der Gesellschaft. Es ist ein enormer Wandel in Bewegung gekommen. Macht weiter mit, bleibt aktiv. Kommt weiter auf die Hanfparade, kommt zum Global Marijuana March im Mai nächsten Jahres, kommt zum 420 Smoke-In, zur Cannabis-Normalkonferenz, werdet DHV-Fördermitglied, geht in die Ortsgruppen, schreibt Briefe und E-Mails an Politiker und Medien, tut, was ihr könnt, damit dieses Thema weiter am Leben bleibt, dass es weiter vorwärts geht. Ich danke euch für alles, was ihr tut und hoffe, es wird immer mehr und mehr und dann werden wir es auch bald schaffen. In diesem Sinne, let's legalize it, Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Come on, gib noch ein bisschen mehr Applaus hier für den Flo beim Hanfverband.